Liebe Freundinnen und Freunde, die Tatsache, dass in Baden-Württemberg Kinder immer noch das größte Armutsrisiko darstellen und dass in meinem Landkreis Friseurinnen für 4 € in der Stunde arbeiten müssen, ist zwei von den Gründen, warum ich heute hier stehe. Und ihr merkt, mein Herz schlägt für Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Soziale Gerechtigkeit ist meiner Meinung nach eine wichtige Säule unserer grünen Politik, die wir für unsere Wählerinnen und Wähler sichtbar vertreten müssen. Wir haben es nicht nötig, uns an die SPD-Politik anzulehnen oder in die Parolen der Linkspartei mit einzufallen. Von der meiner Meinung nach überhaupt nicht oder nur kaum vorhandenen sozialen Engagement der CDU möchte ich hier gar nicht reden. Es ist an der Zeit, dass wir uns eine ganz eigene grüne Sozialpolitik selbstbewusst gestalten. Einige von euch haben mich in meinem Bundestagswahlkampf in Lörrach besucht. Für diese Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr habt es mit eurem Engagement und eurer Unterstützung geschafft, dass wir in unserem Wahlkreis mehr als 3000 Erststimmen dazugewinnen konnten. Und auch bei den Zweitstimmen habe ich einen echten Achtungserfolg erzielen können. Mir ist es wichtig, als Frau und Feministin hinzustehen und aufzustehen, wenn es darum geht, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten anzusprechen und zu bekämpfen. Als Basismitglied aus Südbaden möchte ich im Parteirat die Themenvielfalt der Kreisverbände mit einbringen und dazu beitragen, dass unser Versprechen von einer transparenten Politik vor Ort auch ankommt. Der ländliche Raum möchte nicht nur verkehrspolitisch dazugehören. Wir sollten auch dazu beitragen, dass echte Chancengleichheit von Männern und Frauen nicht an den Stadtgrenzen aufhört und die qualitativ hochwertige Kinderbetreuung flächendeckend zur Verfügung steht. Besonders die Grenzregionen haben ihre Eigenheiten, die es grün zu denken gilt. Grün denken heißt für mich auch, über die Grenzen hinauszuschauen und Europa nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich bin überzeugt, dass wir einen Parteirat brauchen, der angefüllt ist mit Kompetenzen, Lebenserfahrung und einer frischen Sicht auf Baden-Württemberg und die Politik. Lasst uns vorwärts denken in eine Gesellschaft, in der vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen bereit sind und unabhängig davon, wo sie herkommen, welche Bildung sie haben, welche Religion, welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung. Die kommenden Wahlen geben uns die Chance, ein charakterstarkes grünes Profil zu zeichnen, das gestärkt ist und solidarisch unseren Inhalten, die es voranzubringen gilt. Zeigen wir, dass wir bereit sind für eine grüne Zukunft, die Quantität nicht mit Qualität verwechselt und Wachstum auch definiert anhand von Achtung und Respekt gegenüber den Menschen, den Tieren und der Natur. Nur zusammen können wir beweisen, dass wir stark sind und eine neue, vielleicht auch ungewohnte ökosoziale Sicht auf Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Mit dem Bündnis für faire und sichere Arbeit haben wir einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Da müssen wir weitermachen. Lasst uns nach vorne denken und unsere Kräfte bündeln für ein Mehr an soziale Gerechtigkeit, für Bildung voller Möglichkeiten, für ein alltagstaugliches Konzept von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für berufliche Perspektiven, die existenzsichernd sind, für eine selbstverständliche, gleichberechtigte Lebensrealität für Schwule, Lesben, Trans, Inter und bisexuelle Menschen. Ich will mit euch, ich will mit euch zusammen nach vorne denken für ein soziales Baden-Württemberg. Das zeigt, dass Solidarität, soziale Verantwortung und Respekt vor den Lebensentwürfen von Menschen eine lohnende Investition ist in die Gesellschaft und den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Deshalb bitte ich um eure Stimme und euer Vertrauen. Vielen Dank.